also zunächst mal freue ich mich natürlich nicht nur als Lohrer Bürgermeister, sondern auch als Kreistagsmitglied, dass man hier mit so überwältigender Mehrheit sich für den Standort Lohr ausgesprochen hat. Ich bin überzeugt, es war die richtige Entscheidung. Es ist ja die Entscheidung, der Ausfluss nach einem monatelangen Prozess, wo wir wirklich intensiv gearbeitet haben, wirklich auch alle Sachverhalte, objektive Kriterien hin und her gewälzt haben, um letztendlich jetzt eben die Entscheidung getroffen zu haben, wie sie gefallen ist. Ich freue mich einerseits und andererseits kann man natürlich sagen, jetzt beginnt erst die Arbeit. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen weiter schaffen, dass wirklich ein Gesundheitscampus Mainz-Spessart auf den Lohrer Sommerberg entstehen kann. Mit allen Synergien, die jetzt gehoben werden müssen, mit allem Mehrwert für unsere Bevölkerung und für die Patienten, die dann hier zu Recht qualitativ hochwertige Medizin erwarten. Das Abstimmungsergebnis war zu erwarten, da sich die Parteien, CSU, SPD, ich meine auch die Grünen, im Vorfeld ja auch schon klar und deutlich für den Standort Lohr ausgesagt haben, bevor es überhaupt diese Kriterien aufgestellt wurden. Wie wird es jetzt weitergehen aus Ihrer Sicht? Die Bürgerinitiative wird sich zusammensetzen die nächsten Tage. Ich werde einladen. Wir gehen die Ergebnisse durch. Wir gehen die Statements durch der Parteien und werden schauen, ob wir noch etwas machen oder das soweit akzeptieren. Denken Sie sogar über ein Bürgerbegehren nach? Wäre eine Möglichkeit, muss man aber abwägen, wie weit das möglich ist und was auch Aufwand bedeutet und so weiter. Was hatten Sie das Gefühl, was war das ausschlaggebende Kriterium für die Kreisräte? Ich denke mal, die zahlreichen Appelle aus Sicht des Landkreises, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Vorteile bietet, hat den Ausschlag gegeben und dann haben lokale Interessen zurückgestanden. Mhm. Glauben Sie trotzdem, dass es in der Kreisbevölkerung jetzt wieder das Gefühl gibt von Gewinnern und Verlierern? Das kann ich nicht ganz ausschließen. Ich erhoffe mir natürlich, dass die Mehrzahl der Bevölkerung des Landkreises schon einsieht, dass uns sachliche Überlegungen dazu veranlasst haben, den Standort für Lohr festzulegen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zum Zeitplan und zum Investitionsvolumen. Also Investitionsvolumen nach wie vor offen. Wir haben mal beim Vergleich von 200 plus x Betten etwa 100 Millionen anvisiert als Investitionssumme, muss aber von den detaillierten Bauplänen abhängen. Und vom zeitlichen Ablauf her werden wir jetzt sehr schnell mit dem Bezirk in die Grundstücksverhandlungen treten und auch sehr schnell mit dem Ministerium abklären, welche Unterlagen bis wann vorhanden sein müssen, damit wir sehr schnell in diesen Krankenhausplanungsausschuss reinkommen. Ja, trotzdem ein gewisser Zeitrahmen. Also in den nächsten Wochen, das geht wie gesagt sehr zügig, in den nächsten Wochen werde ich, denke ich mal, mit dem Bezirk einen Termin finden, dass wir die Grundstücksverhandlungen führen und mit dem Bezirk Ministerium werden wir auch nächste Woche, denke ich mal, abklären können, welche Unterlagen bis wann vorhanden sein müssen. Und wann steht dann das Krankenhaus? Das hängt davon ab, wann wir den Spatenstich machen können, wenn ich absehen kann, wie das Krankenhaus gebaut wird. Ich gehe davon aus, dass 3-4 Jahre Bauzeit erforderlich sein werden.